Bei Alexander habe ich Sie kennengelernt. Alexander? Der Poppenmaler? Ja, genau der. Der macht immer so verrückte Feten und Annabella trieb sich da auch immer rum. Sie taugte schon damals nichts. Zu einem dieser Feste hatte sich Alexander etwas besonders Appetitliches einfallen lassen. Er kreierte so eine Art Rieseneierkuchen mit Fleischbeilage. Annabella lieferte die Beilage. Obwohl es auf den Partys eine Menge dufte Zähne gab, schaffte es Annabella wieder Mittelpunkt zu sein. Sie machte einfach jede Schweinerei mit, wenn sie dadurch auffiel. Mein Onkel Kowalski und seine damals ständige Begleiterin Katja waren auch immer dabei. Mein Onkel ist vor allem neues Material für seine Liebeskutschen. Und außerdem hatte er schon damals ein Auge auf Annabella geworfen. Mir jedenfalls kam das Mittagessen hoch, als ich Annabella in all dem Rührei sah. Warum haben Sie dann trotzdem versucht, am gleichen Abend Annabellas Bekanntschaft zu machen? Frisch gewaschen war sie ja sehr appetitlich. Den Spruch habe ich schon so oft gehört. Den nehme ich nicht mehr. Ich schrei um Hilfe. Aber Baby, ich will dich doch bloß mal bewundern, wenn du nicht als Omelette verkleidet bist. Dann stand plötzlich mein Onkel hinter mir. Naja, und da bin ich natürlich abgehauen.